Der Medienrückblick wird präsentiert von videoframe.tv, dem Videoportal für Medieninsider. Medien HB, der Rückblick. Public Value. Was muss der private Rundfunk eigentlich für die Gesellschaft leisten? Und welchen Stellenwert haben Nachrichten- und Informationsprogramme noch im privaten Fernsehen? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigte sich Mitte des Monats das DLM-Symposium in Berlin. Während sich die öffentlich-rechtlichen Sender um ARD, ZDF und Phoenix in der Berichterstattung um die bewegenden und dramatischen Ereignisse in Japan und Libyen weitgehend bestens präsentierten und sogar großflächig Programmänderungen vornahmen, fand die Aktualität bei den privaten, insbesondere beim Münchner Sender Sat.1, erst später wirklich an Bedeutung. Also wir haben an dem Freitag, an dem das Beben war, beschlossen, dass wir mehr Nachrichten machen, haben das auch sofort umgesetzt, haben Kurznachrichten gesendet und haben dann übers Wochenende weiter diese kurzen Nachrichten gesendet, sodass der Zuschauer bei uns eigentlich immer die Chance hatte, sich zu informieren. Wir haben erst am Sonntag dann angefangen, längere Sondersendungen zu machen. Aber auch die Konkurrenz sieht Potenzial zur Verbesserung ihrer Informationsinhalte, verrät RTL-Chefin Anke Schäferkort. Es gibt immer Potenziale, an denen wir noch arbeiten können. Und wir wissen natürlich auch manchmal im Nachhinein, dass wir vielleicht eine andere Präsentationsform hätten wählen müssen oder nochmal einen anderen Weg hätten gehen müssen. Aber vom Grundsatz her, die Breite unseres Angebotes, die Tiefe unseres Angebotes, die ist wirklich für einen privaten Fernsehsender einzigartig. Doch neben aller Kritik gibt es auch ein lobendes Beispiel. So startete Sat.1 am 21. März den neuen Politalk 1 gegen 1, der selbst von politischer Stelle lobende Worte fand. Also erstens, glaube ich, tut es gut, dass wir auch, wenn Sie mir das erlauben, im privaten Fernsehen ab und zu mal solche politischen Sendungen haben, wo auch mal ausgetauscht wird. Das finde ich sehr positiv. Quotentechnisch blieb die Sendung bislang allerdings weit hinter dem Senderschnitt zurück. Es bleibt daher zu hoffen, dass auch politische Inhalte langfristig einen festen Platz im privaten Rundfunk finden. Weitere Informationen zum diesjährigen DLM-Symposium zeigen wir Ihnen in Kürze in einem ausführlichen Bericht. Plötzlich schwarz. Während der Ausstrahlung der ZDF-Nachrichtensatire Die Heute-Show kam es am 18. März kurz vor Ende der Sendung zu einem Zwischenfall. Nach Späßen über die Atomindustrie wurde es plötzlich dunkel um die Sendung. Und die Netz-Community spekulierte, ob man die Sendung kurzerhand aufgrund höchster Brisanz abgebrochen habe. Die Rede war von Skandal und Zensur. Doch in Wahrheit steckte ein menschlicher Fehler dahinter. Denn wie das ZDF wenig später mitteilte, war die Leitung, über welche die Sendung dem Sendezentrum in Mainz zugespielt wird, zu früh abgebrochen worden. Wie nun auch kürzlich bekannt wurde, bekommt die Heute-Show zukünftig Konkurrenz. Denn der Münchner Privatsender Sat.1 wagt nach 9 Jahren Pause ab dem 20. Mai 2011 nun den Neustart der früheren Samstagabend-Kult-Comedy Die Wochenshow. Jubiläum. Das Wissensmagazin Welt der Wunder feierte sein 15-jähriges Bestehen. Im März 1996 ging das Format erstmals, damals noch beim Sender Pro7, auf Sendung und wechselte 2005 zum Konkurrenzsender RTL 2. Wie der Sender mitteilte, entstanden bislang rund 3.800 Beiträge zu unterschiedlichsten Themen. Forschung zum Anfassen, Wissenswertes aus dem Alltag oder einfach nur interessante Geschichten. Welt der Wunder war das erste Wissenschaftsmagazin im deutschen Privatfernsehen. Seit der ersten Stunde dabei ist Hendrik Hey, Moderator der Sendung. Kritik. Johannes Beermann, Chef der Sächsischen Staatskanzlei, kritisiert ARD und ZDF und will die Sender in einer neuen Mediengesetzgebung zum Sparen zwingen. Wie das Magazin Der Spiegel kürzlich berichtete, schlägt der CDU-Politiker in einem vertraulichen Zielpapier vor, den Rundfunkauftrag von ARD und ZDF neu zu justieren und festzuschreiben. Insbesondere solle dabei geregelt werden, was nicht zum Kernbereich des öffentlich-rechtlichen Auftrags gehöre. Laut Beermann sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk derzeit in einem schleichenden Prozess der Selbstkommerzialisierung. Das Programm unterscheide sich nur noch wenig von dem der privaten. Zu den Kritikpunkten gehören beispielsweise die kommerzielle Machart der Boulevardmagazine, die Mobilisierung hoher Beträge für Spitzenmoderatoren wie etwa Günter Jauch und den Erwerb von teuren Sportrechten. Ob Veränderungen in der Gesetzgebung tatsächlich umgesetzt werden, ist jedoch höchst fraglich. Neues Werbegesicht. Die frühere Sat.1-Talkerin und RTL-Moderatorin Vera Entfehn ist seit Mitte März das neue Gesicht der aktuellen Neukundenkampagne des Homeshopping-Senders HSE24.
Laut Senderangaben fungiere Nbeen als Sprachrohr der Zuschauer. So berichte sie über ihre eigenen Erfahrungen mit HSE24 und stellt die verschiedenen Services des Senders vor. Darüber hinaus ist die 44-Jährige in Image-Trailern zu sehen und präsentiert zudem die Neukunden-Events und Kennenlern-Shows des Shopping-Kanals. Senderjubiläum. Deutschlands erster Spartensender für Erotikinhalte Beate Use TV wird 10. Am 1. März 2001 gestartet, sendet der Erotikkanal seither täglich nachts zwischen 20 und 6 Uhr morgens exklusiv im Pay-TV-Angebot von Sky Deutschland. Aus rechtlichen Gründen musste der Sender jedoch zeitweise seinen regulären Sendebeginn nach hinten verschieben, da die Mainzer Resisto IT GmbH im Mai letzten Jahres eine einstweilige Verfügung gegen den Plattformbetreiber Sky erwirkte. Kurze Zeit später verbesserte Sky sein bestehendes Jugendschutzsystem mit dem per vierstelliger PIN-Eingabe, die Freigabe von FSK 16 und FSK 18 Inhalten zu früheren als den gewöhnlichen Sperrzeiten nach 22 bzw. 23 Uhr möglich ist. Neben den klassischen Erotikfilmen hat sich der Sender in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt und zählt nun auch Ratgebersendungen, Magazine und Reportagen mit entsprechend freizügigen Inhalten zum Programmangebot. Mehr Infos auf medienhb.de. Videoframe.tv, das Videoportal für Medieninsider, präsentierte Ihnen den Medienrückblick.